Also von vorn. Nein, jetzt habe ich auch. Jetzt habe ich auch gedrückt. Okay. Wir sind okay. Hallo, Zwiebel. Also, so, ihr Nasen, wir sind alle wieder zurück. Zwiebel hat auch geschafft, seinen Aufnahme-Button zu drücken. Einmal. Ich habe direkt noch einen Schlag nicht gestartet. Was war der da? Lass doch mal Mene seine Anmod machen, ey. Dauernd labert. Skyayay heißt das und wir sind in Folge 3ayay und weiter geht's. Wow. Und weiter geht's mit dem Questbuch. Craft any cauldron. Okay. Ja. Was ist denn das? Muss ich da jetzt Clay, den Bone Sapling müssen wir noch machen, oder nicht? Ja. Bone Sapling? Ja, ich glaube, dazu brauchen wir aber ja einen Dings, ne? Einen tatsächlichen Knochen oder so. Nee, oder einen Cauldron, aber den können wir jetzt bauen. Achso, warte mal. Den sollen wir jetzt bauen und der besteht nur aus Wood. Also es ist so ein U sozusagen. Ach so, und da stecken wir Gravel rein. Wo kriegen wir denn Gravel eigentlich her? Aus Cobblestone meistens. Wahrscheinlich genauso mit den Gravel-Dingern. Ach so, wir können den auch bauen, ja. Ja, oder kann man den vielleicht auch hämmern? Gibt's da eigentlich auch so Combiner? Bubble? Was hast du denn gemacht? Wir müssen den Oak hinbauen. Ja, den, wo bauen wir den hin? Bei den anderen? Was ist denn Bubble? Mitte, oder ach, da, Craft any Cauldron. Ich hab hier hingebaut, hier oben. Ach so, okay. Warte, dann muss ich nochmal abbauen. Warte mal. Bone Sapling. Bauen wir. Die Zwiebel klaut sich die Achievements einfach. Weiß jetzt einer, wie man Gravel macht? Ja, also. Wir brauchen Gravel Resin und Gravel Acorn. Also Gravel Saplings. Wo sind denn Gravel Saplings? Haben wir die noch? Ja, da. Na, warte mal. Ich habe ja hier noch ein bisschen was auf Tasche. In einem. Was war das? Was brauchen wir jetzt? Scheiße. Gravel. Oder wie es andere nennen, a Gravel. Gravel. Also ich habe jetzt hier mal 3 Gravel gemacht. Ja, und die schmeiße ich jetzt hier mal rein. Dank mir wissen wir, dass auch ein Bone Meal aus einem Cauldron entstehen kann. Danke, Brilli. Das hat er rausgefunden. Da muss man auch mal Danke sagen jetzt. Ja, danke, aber mach mal Zwiebel. Achso, da muss Wasser rein. Da muss Wasser hier unten rein. Ja, erst wenn es regnet, kommt da halt Wasser rein. Nein, warum denn? Hier ist doch Wasser. Hey! Wie hast du das da rausgenommen? Ja. Jetzt nimm nicht mein Wasser da raus. Hau ab! Ey! Ja. Wie nimmt man das Wasser raus? Mit dem Dings, mit dem Eimer, mit dem Claybucket. Geht nicht. Dann ist es nicht voll genug. Dann musst du noch mal ein bisschen stampfen. Ah. Also ich habe jetzt 2 Gravel auf... Eimer bei mir rein. Ich habe jetzt 2 Gravel auf Tasche. Bei mir liegt es einfach immer nur den Eimer da rein. Ich habe keine Gravel, doch da. Was hast du? 2 Gravel? Ah, nee, ich habe auch Bone Meal. Sehr gut. Ich habe Bone Meal 3 Stück bekommen. Also ich habe jetzt 1 Gravel. Was ist denn das hier? Gravel. Machen wir doch nochmal da. Ich schüpfe hier rum, ich krieg ja kein Wasser. Rechte Maustaste oder nicht? Wie mache ich denn das da in den Guck mal, nein, du musst den Eimer doch erstmal brennen. Du hast einen Unfired Clay Bucket, du musst den brennen. Ah. Wie komme ich in das Interface von dem Cauldron? Er hat kein Interface. Willst wie lege ich da das Gravel rein? Habe ich doch gesagt, du musst Wasser da reinmachen. Erst Wasser? Erst Wasser. Ja, und jetzt. Yeah, Bone Meal, Alter. So. Wo habt ihr jetzt den Gravel her? Bone Meal. Also ich habe jetzt hier schon mal so ein Ding. Gravel. Ich habe jetzt Bone Sapling. Bone Meal. Bone Meal. Der Typen Schaden, ey. Mach da hier Wasser rein. Hab ich. Bone Meal. Hab ich auch Bone Meal. Boah, das nervt mich jetzt schon wieder, ne? Was denn? Das ist so viel, dieses gleiche Item immer. Die verschiedenen. Ja, weil es immer gleich aussieht, die Scheiße, ne? Ja. Können wir ja auch diesen Bone Sapling bauen, ne? Warum auch? Mit dem Bone Meal. Es wird alles ein bisschen besser, wenn wir erstmal die. Da müssten wir jetzt einfach mal drauf hinarbeiten und dann können wir hier nämlich Bonsai-Dings machen, Bonsai-Pots. Und dann sind die Bäume nicht mehr so riesig. Ich brauche noch mehr Bone Meal, okay. Wir sind voll auf Raft, Alter. Auf Raft. Das habe ich heute wieder gespielt. Echt? So, ich habe jetzt keinen Gravel. Ist das eine Arbeit? Habe ich da Wasser reingetan. Bitte, die ganze Zeit Raft. Ganze Zeit, ich habe mal kurz 400 Stunden hast du in-game.
Ja, genau. Damit einfach so, warte mal, was bringt denn jetzt? Was hat denn jetzt der Bone? Was? Bone Resin und Bone Acorn. Für was denn? Also mehr Gravel, damit ich mehr Bone Meal haben kann. Ja. Also ich für was denn? Na, für die Quest. Achso, brauchst du noch was? Ich hab noch nicht abgeschlossen. Gravel-Gedöns. Nee. Okay. Ich hab noch Gravel-Gedöns. Gravel. Ich hab jetzt gerade auch Gravel. Okay, passt schon. So. So, und jetzt kann ich nämlich diesen Bone Sapling bauen. Oh, das wird aber jetzt hier. Ich guck mal, ob ich hier was anderes bauen kann. Ein bisschen was Produktiveres. So. Also, ein Bone Sapling. Weiß einer, wie wir an den Cottonwood-Dings kommen? Ja, einfach gucken. Das kann ja, habe ich, aber da werde ich nicht schlau draus. Okay. So, weil, wie kommen wir an Jungle Sapling oder an Cottonwood Acorns ohne einen Cottonwood-Baum? Beziehungsweise an Vines? Ja. So, warte mal, Clay. Wie hießen die Dinger? Hallo, Bonsai. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege immer das Zeug nicht aus dem, wenn ich die Bäume abbaue, dann verschwindet immer das Zeug, was ich kriegen müsste. Ah, hier. Okay, Leute. Wir brauchen Matsch. Wir brauchen Clay Sapling und davon kriegen wir Jungle Sapling. Ja. Aber Matt brauchen wir nur Dirt und Water. Ich mach mal gerade Matt. Hat jemand von euch noch irgendwas, was mit Clay zu tun hat? Hey, wie meinst du das? Na, Clay. Clay Sapling oder Clay irgendwas. Fuck, ich hab's falsch gebaut. Kann ich das aufsplitten? Cake. Ja, ich hab noch 14 Clay Saplings. Könntest du mir die. Also, Clay Saplings, warte mal. Jetzt hab ich das falsche gebaut. Kacke. Oh, fuck. Oder habt ihr noch Clay? Einfach nur Clay, diese Bubbles? Muss ich hier warten? Nee, oder Clay was Resin habe ich noch. Ja, gib mal bitte. Dann versuche ich mal, da was zu bauen noch. Danke. Mud. Dirt into water, mud for bottles. Wer macht denn hier Bricks? Ich. Kannst du die mal rausnehmen, so, weil ich muss mir mal was zu essen braten. Ja, sofort. Den gib mal wieder her. Clay. So, jetzt bist du da. Ne? Du hast gesagt, sofort, das klang wie, dauert noch einen Moment. Nein, sofort, ich war ja schon auf dem Weg. Ich stand ja schon neben dir. Hat mal jemand einen Clay Sapling? Ich habe keine Clay Saplings, fällt mir gerade mal auf. Ja, hab ich. Ja, kannst du haben. Einen brauche ich. Hier. Flupp. Okay. Wo ist er? Hat ihn jemand anders aufgenommen? Ich habe ihn nicht. Nee, den hast du eigentlich gekriegt. Ansonsten gebe ich dir gleich noch einen. Ich? Nee. Habe ich nicht. Wie war denn das mit dem Cobblestone? So, was haben wir denn hier? Petrified war einfach nur das ge... Das ist gerade irgendwie viel zu viel. Warum? Was für ist? Mich. Viel zu viele verschiedene. Zwiebel, kannst du mir gerade den Sapling geben, bitte? Achso, ja, Entschuldigung. Clay Sapling war das, ne? Viele Sachen, die man machen muss. Wieso hab ich den immer noch nicht? Ah, doch, da wieso wächst denn jetzt der Baum nicht, den ich haben will? Komm, Baum, wachs. Kann mal noch jemand türken, bitte? Ja, vielleicht, weil der auch zu nah dran ist, der andere. Leute, ich hab einen. Aber dafür brauche ich noch mehr. Oder? Was denn? Ich brauche Cottonwood. Nee, ich brauche, warte mal. Ach Gott, wir jetzt mal. Ich habe jetzt einen Jungle Sapling. Ich glaube, den vervielfältigen wir am besten erstmal. Hat noch jemand von euch Petrified Zeug? Warte, ich gucke gleich. Petrified Resins und Petrified Acorns vor allem. Warte. Ich hab Petrified Gedöns. Acorns brauche ich ganz viele. 6 habe ich leider nur. Petrified? Her damit. Danke. Habe ich nur 3. Nehme ich. Also Acorns halt. Ja, nehme ich. Wo bist du? Da drüben. Ah, hier.
Stand. Bitteschön. Dankeschön. So, jetzt, was wollt ihr, was kann ich denn jetzt noch bauen? Achso, wir müssen mal gucken, ob wir noch ein bisschen Dirt hier zusammenkriegen. Wieso gab das denn jetzt keinen neuen, ey? So, Dörte. Was sind das für Dinger? Dirt Acorns. Wow, was hast du denn da jetzt? Jungle. Dschungel? Hat jemand von euch noch Dirt Acorns auf Tasche? Warte, ich guck einen Moment. Eine Dirt Sekunde. Acorns? Nee, nur Saplings. Und Resin. Sind doch die normalen? Nee. Hab ich auch nicht. Musste Dirt Bäume bauen. Ja. Was wollte ich eigentlich? Ich hab schon wieder vergessen, was ich wollte. Schlimm. Hier, das. Denken hier. Also, ich will das hier machen. So. Gucken. Hab ich. Drücken. Labidu-di-dubidu. Stonecrook. Mena hat sich eine Stonecrook gebaut. Ja. Der ja, alte Fuchs. Welches Achievement hattest du eigentlich eben mit dem Bonsai-Gedöns? Ich habe Bonsai-Pots gebaut. Die sind ziemlich geil, weil da kannst du nämlich diese ganzen Saplings hier in so kleine Töpfe bauen. Und hast dann nicht mehr diese riesen Bäume. Ja, aber wo ist dieses Achievement? Oben wird, glaube ich, ne? Das ist irgendwo bei, wenn du ins Buch reingehst, der dritte Reiter von links. Ah, Age of Farming. Genau. Ah. Macht man so ein Bonsai-Ding? Einfach mit Bricks so auslegen. Ich habe schon mal zwei gebaut. Wo denn? Dann baue ich einfach mal ab und baust auch. Naja, nee, warte. Achso, nee, ich hab's noch nicht oder hingestellt. Gib's mir einfach. Kannst du mir einfach ins Inventar schmeißen? Vielleicht reicht das schon. Hier, einen für dich, einen für Brilli. Ja, das reicht. Einfach nur ins Inventar. Bam. Okay, aber noch nicht. Ich hab übrigens. Achso, das waren zwei. Cottonwood Sapling. Das waren zwei, da musst du nochmal, glaube ich. Hier, ich werde die mal hier wegmachen, bitte. Okay. Dankeschön. Weg. So. Cotton something. So, Achtung, aufpassen. Brilli, pass auf. Ich mache hier mal ein Loch in die Mitte rein. Ich mache hier nämlich mal ein bisschen mehr. Wir haben ein Bett. Wir können wahrscheinlich bald ein Bett bauen. Prima. Ich mache hier mal ein bisschen mehr rein, weil. Weil? Ich jetzt ein bisschen Grassamen brauche. Ist klar. Und zwar für die Bonsai-Pots, weil ich glaube, da, wenn du Erde reinmachst, dann wächst es ganz gut. Wenn du Gras da reinmachst, dann wächst es irgendwie besser oder so oder schneller, keine Ahnung. Wir sollten übrigens immer ein Grundstück an Dirtbäumen haben. Nicht, dass sie hier plötzlich aus sind, wir keine Dirtbäume mehr haben. Ne, warte mal, wie kriegt man denn jetzt Grass? Grass Seeds. Ich könnte auch nochmal was zu essen brauchen. Daher wiederum könnten wir ein paar. Was lässt das nur Dings fallen? Hier, Grassblock. Aua, Kackbaum. Das war der Baum, Alter. Ich weiß. So. Ah. Okay. Nee, das lässt keine Dinger. Oder du hast mir die alle weggeschnappt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier so gestanden. Gibt es hier keine Grasse? Oder was? Na cool, wenn man mit der Maus drüber geht, sieht man jetzt bei diesen Furnaces, was da gerade läuft. Das ist ja cool. Ah, cool. Siri, geh mal bitte ein bisschen auf Seite. Du schnappst mir die ganze Zeit mein Essen weg. Sorry. So, ein Grassblock. Cauldron. Ja, und wie kriege ich die Leaves? Habt ihr euren Donut und das Ding schon gegessen? Ja.
Habe ich schon vernichtet. So, Seeds. Craft a Cottonwood Sapling. Hat nicht gerade einer von euch Cottonwood Sapling am Start? Ja, ein Grass. Hast du den vermehrt? Kannst du mir den geben? Nee, noch nicht. Würde ich ja gerne. Soll ich mal mit dem Stonecrook versuchen? Vielleicht muss man es mit dem. Guck mal, jetzt kam nämlich ein Haufen Zeug raus. Ich hab einen. Also vier. Hast du auch welche? Nee, ich glaube, ich habe keinen Sapling, aber einen String habe ich abbekommen. Da. Ah, danke. Probier jetzt mal was. Also es hat funktioniert mit dem besseren Crook. Okay. Mit deinem Stone Crook da oder was? Ja, da konnte ich das Cottonwood-Zeug abbauen und dann kam was raus. Okay. Ich kann das ja nochmal machen. Hast du eigentlich Strings bekommen? Ja, zwei Stück. Ja, ich auch. Aber das ist auch ohne das Ding. Ja? Ja. Boah, wer hat denn das jetzt kaputt gemacht? Liebe! Ich nicht. Ich hab doch gerade gesagt, man muss das mit dem besseren Crook machen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin da einfach nur rausgegangen. Ich doch nicht. Du bist das dann weg gewesen. War ich das? Ja, natürlich. Ich hätte es im Inventar haben müssen. Was soll ich denn jetzt machen? Das hätte mit dem Crook nichts zu tun, Jungs. Okay. Ach so. So ein Haufen Zeug. So. Hier, Palm Trees, Craft Sand Sapling. Wie geht denn das nur wieder? Los, wachse. Wachse. Da ist er. Warum hast du jetzt wieder Dirt? Ja, weil ich noch ein bisschen Erde brauche, weil ich hier keine Löcher im Boden reißen. Hat von euch noch jemanden Sand Sapling am Start, den ihr mal teilen könnte? Ja, habe ich. Scheiße, falscher Knopf. Dann kriegst du noch sofort wieder. Ja, warte. Gleich. Ich meinst rüber, gleich. Ich pflanze ihn oder so. Nee, ein Sapling nicht, entschuldige. Ich hab, die Eicheln habe ich. Ja, das nehme ich auch, daraus kann ich das Sapling machen. Hier. Was für ein Achievement seid ihr denn gerade am machen überhaupt? Ich will die... Das Sand Sapling Achievement, ja. Ich will die Dings machen, ich will hier dass die Bonsai-Pots, dass die laufen. Dann haben wir nämlich immer nicht diesen Scheiß hier mit den großen Bäumen. Bonsai. Hast du eine Sand Sapling? Ja. So, hast du das Achievement? Ich brauche ich hier. Brauchst du Sand Sapling? Hier? Ja. Da liegt's. Danke. Ja, gern. 16 Tons. Craft a Coal Sapling. So, jetzt guck mal. Kohle. Kommt mal her, guck mal jetzt hier rein in diesen Topf, in diesen Bonsai-Pot hier hinten. Ja. Und guck mal, wie schnell der Baum da drin wächst. Ah. Aber langsam. Genau. Kann man auch den hier noch machen? Kannst du nicht. Kann man nicht twerken. Kannst du dir aber das finde ich gut, dann hat dieses Getwerke endlich ein Ende. Eine Analreinigung kannst du dir da verpassen. Wie viel Platz muss man so zwischen denen lassen? Gar nicht. Also Töpf an Topf, Töpf, Alter, was los aber mit meinem Stack? Aber da natürlich mega praktisch. Ah, noch praktischer, Freund, noch praktischer ist es. Ja, pass auf, noch praktischer ist es. Es gibt später auch Bonsai-Töpfe mit einem Hopper drunter. Verstehst du? Nee. Hopper? Ja, mit so einem Hopper. Mit so einem Stranger Things oder was? Mit einem Trichter. Und dann haut das Zeug automatisch unten drunter in eine Kiste. Okay, sehr cool. Ja. Aber du baust gerade dahinter den Boden ab. Oh. Ach so? Jetzt habe ich geschwitzt. wenn er diese komische Taste gedrückt gehalten hätte, wären wir jetzt alle schön abgestürzt. Oakwood Slab. Wie viel Dirt muss denn in ein so ein Ding rein? Ein Dirt? Ja, aber wie baut man denn die Scheiße jetzt hier ab? Ha, wie kann man den denn sonst abbauen? Eigentlich dachte ich, kannst du da hingehen mit Rechtsklick und dann, dass du den Zeug dann da wieder abbaust einfach. Mit der Crook? Mit einer Schere? Ich würde ja spontan nicht. Auf Schere tippen. Wenn ihr mich fragt. Ja. Ich meine, weil Metall. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Metall baust du ja auch so an.
kriegen wir denn jetzt? Ich wünschte, okay. Ich würde einmal wir müssen in aber jetzt sowieso diese so Bonsai, rasieren, wir müssen die Bonsai-Bäume jetzt sogar machen. Ja, ja. Damit wir diese Wood-Essenz bekommen. Diese Wood-Essenz, ja. Ja. Kriegt man die denn? Steht man, würde die bekommen davon, aber. Ah, nee. War falsch, sorry. Cauldron. Sand Sapling. Aha! Sand Sapling in Cauldron muss ich packen. Weißt du jetzt, wie man ihn abbaut, Zwiebel? Ja, du musst ihn abbauen, tatsächlich, komplett. Und dann kriegst du da den Scheiß wieder raus. Das ist ja doof. Beziehungsweise, warte mal, ich habe jetzt hier ich habe einen Bone Sapling. Oh, was machst denn du? Willst du nach unten bauen oder was? Mähne? Ich muss Wasser loswerden. Ich muss da was anderes reinstellen. Nee, halt. Dann mach uns doch wenigstens eine unendliche Wasserquelle oder sowas. Echt? Vor allem machst du da einfach so ein Ding, wo wir einfach nach unten bauen. Ah, das Wasser muss hier raus. Ich brauche so einen leeren Cold. Ja, du, warte doch mal. Bau doch einen leeren Cold, der kostet doch nichts. Also den brauchst du einen Cauldron. Warum bin ich denn da jetzt bei diesem komischen Stampfding? Ich weiß es nicht. Vogelmann. So, machen wir hier einfach mal so. Leute, ich sortiere jetzt mal hier die Kiste. Das hat doch keinen Sinn hier so. Hat jemand meinen Sand-Sapling weggenommen? Ich habe hier nichts weggenommen, nein. Ich hatte hier einen Sand-Sapling hingetan. Schnauze! Alter. Scheiße, wie war das nochmal hier? Eine Dings, eine Wasserquelle? War das 3x3? Ich weiß es nicht mehr. Hat noch jemand Sand-Acorns? Warte nochmal bitte ganz kurz. Bist du jetzt eine unendliche Wasserquelle oder nicht? Brilli? Was? Hast du noch einen Eimer am Start? Einen leeren? Ja. Dann hol dir mal hier einen Eimer Wasser raus, bitte. Moment. Und Mähne auch. Grad nicht. Ich bin hier gerade am Sortieren, damit wir hier mal ein bisschen Struktur reinkriegen. Oh, er und seine Struktur. Nee, Mähne nicht da, ich von hier. Was? Rein oder raus? Naja, jetzt hast du ja voll, also. Ja. So, guck mal in die, könnt mal ihr euren so. Zeug da einfach auch nimm mal du dir Kiste, auch mal gleich einen raus. Eine 1, 2, 3. Von dem ganzen Scheiß, was wir da haben. Jetzt reden alle durcheinander. Was soll ich machen? Nimm jetzt dir mal bitte einen Eimer Wasser hier raus. Ja, hab ich. Okay, ist keine unendliche Wasserquelle, danke. Ups. Da fehlt da noch einer, Kacke. Ich hab hier mal sortiert. Da. Falls ihr da noch die fehlenden Sachen habt oder mehr davon, kann das hier in die erste Kiste. Jawohl. Wieso? Das ist doch nur unendlich. Nein, ist es nicht. Okay. Warum machst du denn jetzt hier so einen riesen Podest? Ja, darum. Weil ich jetzt nur Slabs habe. 1, 2, 3. Ich vergrößere jetzt mal unsere Plattform. Wachst, ihr Bäume, wachst. Warum wachsen die nicht? Mach doch Bonsai. Warum nimmst du denn normale Bäume? Ja, weil das, weiß ich nicht, einfach, weil ich jetzt gerade. Weil. Gibt's denn so genug Bonsai-Löcher hier? Gibt da nur ein Bonsai-Loch? Da, hier hinten ist doch noch eins. Nein, du kannst, auf der Bonsai-Plattform. Du müsstest doch eigentlich auch ein Bonsai-Ding haben. Nee, ich hab's dir doch wiedergegeben. Ach so, okay. Bonsai-Plattform, hinter dir, Bene, ist noch einer. Warte, die auch bei dem kleinen Leck? Warte nicht, ne? Weiß ich nicht. Okay. Muss ich einfach komplett abbauen, quasi. Anscheinend, ja. Aroma-Backup. Dann was? Muss ich ja irgendwo Erde herkriegen. Soll ich jetzt die Erde hier haben? Noch zwei Erde. Finde ich aber die Bonsai-Dinger auf dem Podest finde ich eher ungünstig. Ja.
eher nach unten setzen tatsächlich. Ist doch viel schöner. Oder zumindest auf so einen Slab. So halbe Höhe, weißt du? Ja. Nee. Also ich glaube, du kriegst das Wasser daraus, aus den Dingern hier, aus den Crushing Tubs, wenn du sie abreißt, da kriegst du die Flüssigkeiten raus. So, ein bisschen mal hier. Ist das jetzt unendlich Wasser hier? Eigentlich schon, ja. Ich brauche immer noch Sand Acorns. Wenn man es wo wegnimmt, in der Mitte oder was? Ist egal, eigentlich ist es egal. Oder Gravel Acorns. Hat noch jemand Gravel Acorns? Brauch Sand oder Gravel Acorns? Ja, ich hab. Wie viel brauchst? As much as possible, lass mal. Hier, achso, warte. Guck doch hier in die Kiste, da könnt ihr sowieso mal auffüllen. Da hast du alle. War das jetzt? Was? Gravel war das. Gravel. Okay. Gravel. Ja. So. Ente mit Wasser. Aber ich überlege die ganze Zeit, wie man diese blöden Bonsai-Dinger abbauen kann. Ja, das ist die Frage, gell? Ja, das ist die Frage. So, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt ein Bone Sapling. So, und da habe ich jetzt 26. Mal gucken, wie viel ich da rauskriege. Haben wir jetzt schon geguckt, warte mal. Wir brauchen halt mehr. Da kriege ich Kochen. Nur einen raus, scheiße. Kriegt man denn überhaupt bei den Bonsai-Bäumen auch String? Was, String? String. String, ich glaube schon. Eigentlich schon. Also diese Dinger sind eigentlich genau das gleiche wie alles andere, wie die großen Bäume auch. Ich habe jetzt schon zweimal abgebaut, das Ding und keinen String gekriegt. Dafür Leaves. Leaves? Ja. Leaves ist aber auch nicht so schlecht. Weil, warte mal. Ich habe hier Cottonwood Leaves. Gib mir mal die Leaves bitte. Ich habe auch Leaves in die Kiste gepackt eben. Okay, dann können wir nämlich mal was probieren. Was hast du hier? Ich gibt's schon wieder, aber ich krieg das nicht getwirkt. Warum krieg ich das nicht getwirkt? Haha! Guckt mal, was ich habe. Was? Ein Sandblock, ein Grasblock habe ich. Gras hat er. Ja. So, das heißt, pass auf. Mene, pass auf. Da wächst jetzt Gras. Genau. Und es regnet. Damit können wir dann nämlich uns auch ein paar andere Samen dann zusammenzüchten. Also da kommt auf keinen Fall Dings raus. Hä? String, wenn man die Bonsai wachsen lässt. Ja, da kommt normalerweise, wie gesagt, alles das auch raus, was sonst normalerweise rauskommt. Also. Ja, nein. Ja, doch. Ja, nein. Ja, aber doch. Und vor allen Dingen viel weniger. Ja, aber dafür halt brauchen sie nicht so viel Platz. Also überleg doch mal. Ja, aber es kam da nicht raus. Oder man muss sie anders abbauen. Oder man muss sie anders abbauen. Ich habe dreimal Kottendinger wachsen lassen und es kam nicht einmal String daraus. Okay. Jetzt direkt hier kam direkt String raus. So. Warum wird das Ding jetzt nicht voll hier? Was ist denn eigentlich für ein Coal Sapling? Was brauchen wir denn für ein Coal Sapling? Ich bin gerade dabei, einen zu machen. Ah, cool. Aber ich brauche dafür Wasser in diesem Cauldron, glaube ich. Na ja, gut. Wasser haben wir ja genügend jetzt da hinten über die Quelle, ne? So, jetzt habe ich zwei Birken-Saplings. Okay. Die muss ich jetzt verbrennen. Die musst du verbrennen, okay? Ja. Kohle. Dann werden Kohle-Saplings draus. Ist mein neues Revier. Kohle. Davor fürchten wir. So,
16 Tons. Ah, kann er euch aus dem Firnis nehmen. Für die Quest. Nice. Gibst du mir denn auch? Relik, da liegt er. Ja, ja, da liegt er. Liegt da rum. 16 Tons of Sperm. Hier auf neuer Plattform. Ein Spinner. Wer klaut mir jetzt meine Strings? Niemand. Okay. Wollen die jetzt? Tin Man. Obtain Tin. By crafting Tin Ember. Tin Ember. Gott. Tin Ember. Ich finde es ja schon mal ziemlich geil, dass er das mittlerweile das so hängt. Ja, da braucht man Flint für. Ja, Flint haben wir doch schon. Achso. Und dann Ray, Clay Resin, Bone Resin, Gravel Resin. Ja, kein Problem. Was baust du gerade? Tin-Dings, ja? Tin-Sapling? Genau. Ein Tin-Sapling oder was? Flint. Ich glaube, ich habe sogar Flint. Ich hab tatsächlich Leute, die Folge ist übrigens zu Ende. Ah ja, stimmt. Genau, an der Stelle würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn Brilli dann fertig ist mit Twerken für seine Strings. Das ist dann die String-Theorie. Und mit diesem Weltklasse-Scherz verabschiede ich mich bei euch beiden und bei den Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Tschüss.